Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Lost Ark. Gut, dann wollen wir mal die erste Runde behandeln. Zweite Runde. Okay, sprich mit Muka. Thorteugs Wunden scheinen endlich zu heilen. Seine Wunden heilen wohl schnell, weil wir zusammengearbeitet haben. Mit Ausnahme von einer Wunde müssen wir uns keine Sorgen machen. Die ist besonders tief und wird ohne spezielle Behandlung nicht heilen. Es gibt ein Gras, das auf Thorteugs Körper wächst und genau solche schweren Wunden heilt. Angesichts der Piraten-Kokomo könnte es schwierig sein, es einzusammeln. Und die Felsenriesen sind im Moment sehr aggressiv. Aber wir sind schon so weit gekommen. Wir können es schaffen. Schaffen wir auch. Schaffen wir. Ah. Lasst uns die Heilkräuter finden. So, trage Heilkraut auf Thorteugs Wunden auf. Ah, klar, das ist jetzt ganz da hinten. Ziemlich kalt. Alle Blätter sind für den Regen. So, selbst schuld.
Ist ja gerade der Kopf von ihm weggeflogen? Oder sah das nur so aus? So, erstmal den Transporter aktivieren. Und jetzt gehen wir mal mit Pusi. Im Moment ist Torthoik sehr krank. Das kann ich dir sagen. Torthoik schenkt uns Leben. Also ist es Zeit, sich zu revanchieren. Ich weiß nicht warum, aber der Boden ist brüchig und voller Scherben. Was die Geschöpfe ängstlich macht, die auf Torthoik leben. Außerdem gehen die Scherben nicht weg und lassen den Boden darunter verfaulen. Bitte zieh die Scherben heraus, damit der Boden richtig verheilen kann. Okay. So, wenn sie nicht parat mit mir anlegen, ist selber schuld, ne? Bin. So viel Zeit muss sein, dann klopfe ich hier noch ein bisschen. Tut mir leid, Bros. Ich muss hier mal gut weitermachen. Ah, gut.
der Tafel. Sprich mit Pusi Pusi. Wo ist Pusi Pusi? Ach, hier auch noch eine Tafel. Werden wir die auch noch untersuchen, Betten? Ja. Okay, Melodie. Die Melodie. Okay. So. So, jetzt habe ich keinen Plan. So, wo muss ich jetzt hin? Ich habe das gar nicht. Ich habe es gar nicht so schnell lesen können. Hast du deine Wunde versorgt? Schau mal, wie groß diese Scherben sind. Ich wette, Tortoise hatten keine Schmerzen mehr. Das sollte alle Mokoko und Lockerrock glücklich machen. Genau wie die anderen Geschöpfe. Du hast Güte. Darf ich dich um einen weiteren Gefallen bitten? Die Piraten haben Bomben um Tortoise Kopf herum platziert. Bitte beseitige die Gefahr für Tortoise. Ich meine damit sowohl die Piraten als auch die Bomben. Okay, dann wollen wir mal. Okay, warte mal. Die sieben Piraten. Okay. Entfernen die Bomben. Oh, oh, oh. So, dann rennen wir uns zum Mucka Mucka zurück. Oh, jetzt ist sie genau davor. Du hast das Lied gefunden.
Das ist beeindruckend! Jetzt, wo wir Torkoils Wunden geheilt haben, müssen wir ihm nur noch sein Herz zurückgeben. Vergiss nicht, das Oberhaupt hat gesagt, wir sollen zu seinem Kopf gehen. Wir sind die Einzigen, die Torkoil retten können. Torkoils Herz. Gut. Dann wollen wir mal. Wie auch immer er so schnell hier hinkommt. Sieh dir mal diese Symbole an. Weisheit, Geduld, Mut. Glaubst du, sie haben etwas mit Torkoils gebrochenem Herzen zu tun? Interessant, oder? Ich habe das Gefühl, dass wir damit die Herzteile verbinden können. Öffne erstmal die Karte. Überprüfen wir noch einmal, ob die Formen übereinstimmen. Eine seltsame Energie erfüllt die Luft. Ja, ich nehme an, ne? Das. Ja. Torteugs Weisheit, Geduld und endlich auch Mut. Die drei Teile sind eins geworden. Wow, das ist Torteugs Herz. Und sieh da drüben. Es ist dein Mund! Hör hin! Torteug ruft nach uns! Los geht's! Wir sind die Einzigen, die seine Meinung ändern können! Okay. Nee, das machen wir im nächsten Part, denn das wird jetzt wahrscheinlich zu lang. Deswegen beende ich jetzt hier erstmal den Part. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, dann gerne ein Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.